Herr Doxen am Start mit einer neuen Folge. Und heute habe ich im Hands-on mir die Anafi von Parrot anschauen können. Und wir gucken uns die gemeinsam an. Was kann sie? Wie fliegt sie? Was sind so die Highlights? Die war schon ausgepackt, deswegen kein Unboxing, sondern ein Hands-on mit den wichtigsten Infos. Die Parrot Anafi. Die erste Drohne, die mich sofort gefesselt hat. Das Konzept ist richtig geil. Parrot lehnt sich hier an die Natur an. Die Konstruktion wie eine Biene oder eines Käfers. Das Zusammenklappen ist ein Kinderspiel, was mich sehr begeistert hat. Denn wir können ruckzuck die Drohne zusammenklappen, in das mitgelieferte Täschchen legen, den Controller entnehmen, zusammenpacken und los geht's. Denn das USB-C-Ladesystem sowohl an der Drohne im Akku als auch im Controller ermöglicht uns mobil endlich eine Drohne mit der Powerbank aufzuladen. Das Smartphone in den Controller gesteckt, alles angeschlossen, die App eingeschaltet, die Drohne auf die Hand gelegt, einfach hochgeworfen und es geht schon los. Ich habe sie mir sofort in mein Herz eingeschlossen. Sie lässt sich wunderbar lenken, steuern und fliegen. Die fehlenden Sensoren kann man vermissen, muss man aber nicht. Der ein oder andere fliegt sie auch mal gegen die Wand, aber sie fliegt dann je nachdem auch wieder weiter. Das sind Punkte, wo einfach den Preis ausmachen, wo sich das Ganze im Gewicht und in der Mobilität widerspiegelt. Sie ist nicht nur windresistent bis zu 50 km die Stunde, nein, sie fliegt sogar bis zu 25 Minuten. Denn Parrot hat in Paris sehr viele Tests durchgeführt und auch das gezeigt und belegt. Aber jetzt kommt der Punkt, für was man die Drohne braucht. Die Ausstattung, sie hat eine 4K HDR-Kamera mit 21 Megapixeln. Sie hat ein Catering mit 180 Grad Neigung. Das heißt, wir können sowohl nach oben als auch nach unten neigen. Das ermöglicht uns Shots, die vorher noch keine Drohne machen konnte. Sie hat eine 3-Achsen-Bildstabilisierung und einen 2,8-fachen verlustfreien Zoom. Endlich mal Zoom. Ungestört irgendwo hinfliegen und einen Shot aufnehmen, ohne das Tier zu erschrecken oder Menschen zu belästigen. Und hier kommt auch noch ein richtig geiler Punkt. Sie ist nämlich verdammt leise. Ich laufe jetzt kurz zur Drohne. Das ist momentan in diesem Preissegment die leiseste, die es gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die ist im Vergleich zu anderen mega leise. Die fliegt jetzt da hinten bei der roten Tonne und man hört sie nicht. Das einzige Ding, was man hört, ist die da oben über uns. Aber die da hinten hört man nicht mehr. Bis zu 10 Dezibel weniger als der Mitbewerber und das hört man definitiv. Die größte Schwachstelle, die mich persönlich sehr, sehr stört und ich noch momentan am Überlegen bin, ist die 3-Achsen-Bildstabilisierung. Wir haben hier hochwertige Technik verbaut, wie ein Stück von Sony. Dennoch haben wir hier diesen mechanischen Gimbal, aber auch eine digitale Stabilisierung. Und diese merkt man definitiv. Das Nachziehen, wenn man schnell fliegt in den Kurven, ist meiner Meinung nach ein gravierendes Problem. Denn wenn ich heute einen schönen langsamen Shot in der Bewegung mache und die Kamera ist am Ruckeln, ist das für mich persönlich, für meinen Einsatz, ein No-Go und ein K.O.-Kriterium. Ich hoffe, es wird noch ein Software-Update nachgeliefert und das Problem für uns geregelt. Die ein oder andere Kritik, dieser müsste man noch intensiv nachgehen. Dass man angeblich irgendwie zusätzliche Optionen kaufen muss oder irgendwelche Flugabbrüche passieren, war uns so nicht bekannt. Und auch die Tests haben uns das Gegenteil bewiesen, denn wir konnten sehr weit wegfliegen, sogar weiter, als es momentan in diesem Preissegment und in dieser Ausstattung ein Mitbewerber kann. Im Großen und Ganzen ein geiles Gerät. Wird der Preis noch fallen, werde ich mir den Gedanken machen. Kommt noch ein Update und fixt das Problem, werde ich sie mir kaufen. Aber momentan werde ich persönlich noch ein bisschen abwarten. Mein persönliches Fazit, die Grundidee ist richtig geil. Nicht nur, dass sie aus dem Tierreich verschiedene Inspirationen und Ideen hergenommen haben, wie Bienen und andere Insekten, was das Zuklappen angeht, das Aufklappen angeht, das Fliegen, die Aerodynamik, das Gewicht und. Was mir besonders ihnen gefällt, sie ist sehr kompakt, sie ist sehr, sehr leicht und zudem natürlich auch sehr, sehr leise. Und das ist das, was mir persönlich gefällt. Ich habe den lieben Real Rabbit vom Kanal Real Rabbit heute zu Besuch. Er ist der Drohnenspezialist, er gehört zu den Besten und wie ist eigentlich so sein allererster Eindruck? Rabbit, du als der beste Drohnenspezialist hier weltweit. Bestimmt, übertreib. Frage, die besten drei Eigenschaften der Drohne? Da würde ich sagen, die Lautstärke, mega leise, sehr angenehm.
Der Gimbal, der nach oben filmen kann und natürlich die Zoom-Funktion. Das waren drei, glaube ich. Ja. Könntest du gar noch ein, zwei weitere aufzählen, aber ja. Und jetzt so eins, zwei Sachen, wo du sagst, könnte man noch besser machen. Ja, da fällt mir sofort auf, wir haben bei den Testaufnahmen, die wir gemacht haben, gemerkt, sobald man ein Objekt umkreist, dann ruckelt der Gimbal so ein bisschen, also das Footage, weil es ist ja mechanisch nur in zwei Achsen stabilisiert und dann in drei Achsen über die Software gelöst. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz perfekt. Vielleicht löst es ein Update. Das wäre auf jeden Fall ein Feature, was besser sein soll. Und das nächste, für die, die es brauchen, wäre eine Hinderniserkennung ganz cool. Aber das würde auf der anderen Seite den Preis nach oben treiben. Die Drohne würde auch schwerer werden. Wir würden nicht die 25 Minuten Flugzeit erreichen, okay, und so weiter. Ja, sagen wir eineinhalb Sachen so. Aber ansonsten, der Rest kommt dann, wenn man das Ding mal richtig getestet hat. Ich finde die zu 95% richtig geil. Das Konzept überzeugt mich, die Art, die Umsetzung überzeugt mich. Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung. Wie seht ihr das? Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.